Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einer Auflage von mehr als 2 Millionen Exemplaren ist die GoB-Zeitung die meistbeachtete Zeitung der Schweiz. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch ihr regelmässig zu den Lesern gehört, ist also gross. Ja, die habe ich heute gerade angeschaut. Ja, ich komme sie gratis rüber. Ja, Schneider und Schneider. Das ist noch witzig, die Werbungen, muss ich sagen. Wer Beta eigentlich? Ich schaue alles ein bisschen an. Die Angebote sind für uns das Wichtigste. Was ich noch gut finde, die Aktionen, die sie haben. Wir möchten euch heute zeigen, wie ein Bericht in der GoB-Zeitung entsteht. Darum haben wir die Redaktorin Bettina Ullmann während ihrer Vorbereitungen und der Arbeit über die Herkunft des italienischen Büffelmozzarella begleitet. Ich brauche noch eine Idee für das Nummer 15. An der Redaktionssitzung finden die Redaktionsleitung, der Chef Bild und der Chef Layout die Idee und das Konzept für die Geschichte über das Trendprodukt gut und geben grünes Licht für die Realisation. Die Lokalitäten, die Interviewpartner, der Fotograf, die Flugbillets und die Hotels müssen organisiert werden. Dann kann es losgehen. Auf der Tenuta Vanulo, einem renommierten Gutshof in der Nähe von der griechischen Poseidon-Kolonie Pestum. Dort leben rund 500 Büffel in einem offenen Stall mit viel Auslauf. Weil sich die Tiere viel im Sumpf aufhalten, werden sie vor dem Melken getauscht. Die wertvolle Büffelmilch wird auf dem Hof selber oder im benachbarten Betrieb in der ISO-zertifizierten Käserei Galdi zu Mozzarella verarbeitet. Zuerst wird Büffelmilch mit Molken vom Vortag geimpft, dann das Kalbslab beigefügt und zum Grillen gebracht. Den Bruch lässt man in der heissen Molke reifen, bis er geschnitten, geknetet und zu den bekannten Kugeln geformt werden. Der Frischkäse mit seinem zarten, angenehmen Aroma hat in jüngster Zeit auch die Küchen der Schweizerinnen und Schweizer erobert. Was unterscheidet den Mozzarella di Bufala vom Mozzarella, den man in der Schweiz findet? Um den Mozzarella di Bufala herzustellen, wird die Milch vom Büffel verwendet. Ein Tier, das gegenüber der Kuh sehr viele unterschiedliche Eigenheiten besitzt. Der Büffel produziert sehr viel fettere Milch und das Endprodukt hat einen viel stärkeren und charakteristischeren Geschmack. Auf der ganzen Welt bekannt wurde ist der Mozzarella als Pizzabelag. Er ist aber weitaus vielseitiger. Benvenuti al Savoy Beach Hotel. Herzlich willkommen im Savoy Beach Hotel. Heute möchte ich Ihnen eins von meinen Rezepten präsentieren. Für das nehme ich extravergine Olivenöl von der Cecco. Dann nehme ich frische Teigwarenblätter in drei verschiedenen Farben, frische Tomaten. Anschließend nehme ich ein bisschen frisches Basilikum, ein paar angebrotene Auberginescheiben, ein paar Büffelmozzarella-Scheiben aus Pestum. Dann nehme ich geriebenen Parmesan. Mit dem Blatt und einer weiteren Scheibe Mozzarella runde ich das wunderbare, frische Gericht mit ein bisschen extra vergine Olivenöl von der Cecco ab und schiebe es anschließend in den Ofen. Vom Savoy Beach Hotel aus wünsche ich euch allen einen guten. Buon appetito. Das reine Olivenöl extra vergine aus Umbrien trägt die geschützte Ursprungsbezeichnung DOP mit der Garantie, dass es in der Region angebaut, geerntet, presst und in Flaschen abgefüllt wird. Jetzt aber zurück zum Bericht von der GoB-Zeitung. Der Text ist geschrieben, kontrolliert, gegengelesen und alle Bilder sind im Kasten. Da wäre ein super Bild. Als nächstes wird das Layout montiert. Das finde ich sehr gut und es passt die Ablage. Also die Fotos und Text zu schönen, attraktiven Seiten zusammengestellt. Noch einmal wird kontrolliert, ob alles stimmt und ob die Titel zu den Bildern passen. Dann geht es in die Druckerei. Schon am Samstag muss man anfangen drucken, damit die riesige Auflage von der GoB-Zeitung rechtzeitig fertig wird. Ja, und das war es auch schon für heute. In einer Woche haben wir unter anderem etwas Neues für das Büssi. Es freut mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch ganz schöne Ostern. Auf Wiedersehen miteinander.